Moin, Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Online Battle mit dem Julian. Hallo! Und ja, Leute, Julian und ich sind heute in dem Räudig-Modus. Und ja, Julian, was haben wir heute getan? Wir spielen heute Computerarmeen gegen andere räudige Bengel, die auch Computerarmeen spielen. Genau, und wir haben nur 5000 Goldstücke. Ja, dann könnt ihr mal sehen, was dabei rausgekommen ist. Ja! Oh, wir haben alle die räudigsten Armeen vor dem Herrn. Oh. Ja, ey, die Karte kenne ich noch gar nicht, ne? Sieht gar nicht mal so schlecht aus mit dem Pinienwald, oder? Hat irgendwas. Okay. Nee, sie hat wirklich was. Wir sind im tiefen Germanien. Es ist mega flaches Land hier, ne? Das mit der Straße sieht auch irgendwie voll geil aus, irgendwie. Also Leute, das ist meine Armee. Warte, ich muss ganz kurz aufteilen. Oh shit, Alter. Was hast du für Gen? Speergamer des Todes. Okay. Das Gute ist, wir haben gute Shotcuff. Wir müssen unsere komplette Kavallerie schon angreifen lassen, bevor unsere Infanterie überhaupt dazukommt. Die lassen wir die rechte Flanke laufen, okay? Ja, okay. Hör mal, das überhaupt... Alter, hast du eigentlich meine Linie mal gesehen? Da. Ja, ich weiß, wir haben keine Linie, aber das ist... Was sollen wir tun? Ja, das war meine Linie. Zweimal Hoplitenbürger mehr. Plus galatische Schwerter, pass auf. Ja gut, wir müssen erstmal unsere Kavallerie vorschicken, sonst haben wir gar keine Chance, ne? Das ist natürlich ein 2 gegen 3, Leute, wir besiegen die Gegner. Bist du ready? Nein, noch nicht ganz, einen Moment. Taktik, bleiben wir mit der Linie stehen? Ja. Ja, ist klar. Alter, als ob du jetzt mit so wenig Männern so eng spielst. Nein. Sowas nennt man eine Stadtgarnison. Wir sind einfach nur Stadtgarnisonen, die ja gerade antreten. Ach du Scheiße. Ich mach die Einheit ganz bereit, dann sieht das gefährlicher aus. Dann sieht das noch mehr aus. Stimmt, ich auch. Ja, mein Jack kann vielleicht abrasieren. Wenn er nicht... Oh nein. Wenn er was? Computerarmeen rerollen doch auch deine Fähigkeiten vom Gen, oder? Du bist ein Krieger. Oh. Nein, du bist ein Kommandant. Ja, die rerollen das. Also, die behalten das, was vorher schon drin war, als du auf Bedosser definiertes Gefecht geklickt hast. Oh, das ist bitter. Ich hätte so gern mit der Peitsche und dem neu auffrischen, das wäre so gut gewesen. Willst du mir erzählen, dass du als König der Pet hast jetzt keine Peitsche? Kein. Nein. Oh, shit. Das ist jetzt bad. Oh mein Gott, ich habe noch nie einen Typen gesehen auf diesem Planeten, der König der Peltasten nicht mit dem Strategen spielt. Ey, das war der Computer, nicht ich. Ich bin dein Stratege, ich mach dich immer frisch. Gesetzhaft? Ja, komm. Geil, dann mach ich Banner. Stell deinen Gen nebenbei. Dann blass ich ins Horn, bitte. What? What the fuck? Oh mein Gott, Clemens schreit das nicht an mein Bruder, das rüberschreit in mein Zimmer. Mann, die machen jetzt nicht selbst mal einen Täter oder so. Allahu Akbar! Heißt das ready? Ja, okay, ready. Wie gesagt, wir haben gute Cover drin. Wir haben Plankia-Kav und Bürger-Kav und leichte Kav. Wir haben alles. Ja, chill. Oh, du hast Pergamenten. Ja, Pergamonische Adelskraft ist du. Wir haben die bessere Kraft. Wir wissen ja schon, was wir haben, Leute. Jetzt guckt euch. Oh ja, Whisky ist perfekt dafür, komm. Okay. Also, Leute, wie gesagt, hier ist die Emporion-Armee. Die besteht aus 4-mal iberischen Bergkämpfern, iberischen Schwertkämpfern 2-mal und Peltasten. Ja. Der Atlantis-Lipa ist noch Tarantina, dann nochmal Plankia-Kav und einen auswählenden Puritaner-Gen. Keine Ahnung, die Massageten sind gut zusammengefasst mit ganz vielen Billigsperren, guten Bogenschützen und halt guter Schockkampf. Alter, wir verlieren den Kavalleriekampf einfach. Alter, wie viel. What? Die Linie muss mitlaufen. Okay. Da kommt Plänke-Kav. Gut, das Plänke beginnt los. Komm, das Plänke-Duell beginnt ja! los. Er rennt schon weg. Alter, oh, Alter, was machen wir hier? Oh, das ist das Kartenende schon. What? Ja, pass auf. Boah, langsam kriege ich das wieder raus, wie man hier spielt. Ja, die werden uns gleich von der linken Flanke sandwichen, ne? Oh nein, du hast kassiert, während deine Schüsse jetzt... Oh. Ja gut, meine Kavallerie kostet aber nur 300 Denare, aber was soll ich machen? Ja, 300 Denare sind ganz schön viel bei so einer Armee.
Jeder Tropf zählt. Einmal Plankton-Kavallerie muss 300 Männer töten. Ja, alles klar. Challenge accept. Ja, die greifen auch nicht an, oder? Die bleiben einfach stehen. Hä, hey, schieß doch! Ja, nein! Was? Oh. Ja, stell deine Männer mitten in meine rein. Das hat schon immer funktioniert. Ja, Klumpen. Klumpen klappt immer. Rush mal mit deiner leichten Kavallerie da, die Plankler. Die Tarantina. Kriegst du die? Ja, natürlich. Die sind, ich bin schneller als sie. Nice. Soll ich mich opfern? Ich opfer mich. Ich opfer mich für die Lanzenimpies. Hä, hey, deine Kavallerie, wo rennt die hin? Wir müssen die hier zusammenbehalten auf der Flanke, du Witzbold. Jetzt können die Lanzenimpies uns holen. Nee, können sie. Komm, nicht. Angriff, schnell. Können sie nicht, können sie nicht. Wir werden gleich so zusammengeschossen. Das ist nicht mehr zu fassen. Ja, super. Danke, Mr. Reutig von... Wir brauchen die Männer ja eh nicht. Ah, easy. Easy was? Ich habe gerade einen Trupp für dich geopfert. Und wehe, meine Pegamusche Adelskampf überlebt ist. Da kommen die Speere. Bitte mach die Speere weg. Ja. Ich charge jetzt rein, Vorteil. Oh, shit. Da sind die Speere! Speere! Wir haben verloren, ey. Keine Chance. Kavallerie? Wegbewegen? Die Tarantiner jagen mich, halt die fest mit der Bürgerkaff! Der Charge hat gesessen. 45 Mal mit einem Charge-Tot. Oh, shit, Alter. Oh, die fallen hier um wie die Fliegen, Alter. Einmal gecharged, gleich tot, Alter. Was? Wo ist deine Oh, ich dachte schon, deine Schocker war es mir nicht. Da kommen die Lanzipais. Alter, was ist das für eine Schlacht? Hier zählt jeder Mann. Hier zählt jedes Pferd, willst du mir ja sagen. Ja. Na, hier hat Clemens endlich mal seine kleinen Schlachten. Meine Pergamonische Arztkampf hat doch keinen Mann verloren. Kommt, die kommt hier raus, ohne Mann zu verlieren. Halt, schick die Bürgerkampf rein. Schnell. Der soll mich nicht festhalten. Ey, der hält dich doch gar nicht fest. Ja, soll er auch nicht. What the fuck, er hält dich gar nicht fest. Ja, meine Armee hat schon, mein Agema-Kampf hat... Kannst du mal weiter nach vorne gehen? Warum pillt ich hier die Frontlinie eigentlich? Hältst du doch gar nicht. Ach so, mit der Linie, ja, kann ich machen. Nein, deine ganze Linie bleibt nur stehen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Der Jen sollte in der Nähe von meinem bleiben. Der macht jetzt ein Quadrat und wird sich dann nicht mehr bewegen. Quadrat-Power. Alter. Der Flankenkampf ist gleich vorbei, ne? Ja, ich weiß. Wir müssen... gleich ein bisschen töten. Ey, so schlecht haben wir gar nicht abgeschnitten. Ich habe ja noch einmal Schwerträger for the win. Stell ich da jetzt einfach hin. Tja, was ist das für eine Schlacht? Sorg einfach dafür, dass uns keiner in den Rücken kommt. Sorg dafür, dass uns keiner in den Rücken kommt. Ja, ich guck da schon drauf. Ja, die kesseln uns halt ein, das ist halt ein bisschen... freudig. Ja, was soll man machen? Ja, in der Unterzahl dramatisch. Ja, nur ganz nur ein bisschen dramatisch. Ganz bisschen in der Unterzahl. Okay, da kommt Clemens Kavallerie, der hat Streitwagen noch, ne? Was? Diese Lanzenimpies da mal sterben. Gut, halt deinen Jen in der Nähe von meinem. Ja. Boah, langsam komme ich wieder rein. Gut. Ach, Kommandant, ey, das ist sich. Bonner heben! Heb die Flaggen, meine Boys! Alles sind auserwählte Emporitaner, die schlitzen sich dadurch wie sonst was. Ja, yep. Galatische Legionäre gerade in die Tonne geklopft. Mit anderen Worten. Die haben einfach viel. Alter, guck mal, wie viele Männer da noch kommen! Ja. Wir ja, Pontus haben wir doch gar nicht, Alter, gehabt, gesehen. Nee, haben wir auch nicht. Sonst hätten wir noch gute Gewinnchancen. Der hält die Streitwagen echt bis zum Ende zurück. Hauptsache, Whiskys Gen steht noch, Alter. Los, meine. Da hinten! Adrian Gen! Oh. Komm, Anschirm abwehren.
Ich will ja nichts sagen, aber ich hab gleich keine Einheiten mehr. Ja, und ich hab seinen Gen. Nice. Ich hab ihn noch schreien gehört. Ich liebe das, wenn der Bruder auf der anderen Seite schreit. Und die Peitsche ist an. Die Peitsche ist an. Gut, gut. Ich hoffe, ich kann auf der Reichweite... Oh, Whiskey's Gen steht auch noch. Whiskey's Gen kriegen wir auch noch. Ich charge ihn grad. Ich sandwich den gerade von zwei Seiten. Der ist gleich tot, der auserwählte Emporitaner Gen. Ja, komm, wir machen noch. Mach mich wieder frisch, mach mich wieder frisch. Okay, 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 bin dabei. Kann ich nicht. Keine Reichweite. Nein! Ich komme rüber. Kann ich nicht. Ich. Achso. Moral! Nicht fliehen. Kämpft, meine Freunde. Ich kann dir keine Genfähigkeiten geben, weil es rumbuggt. Nein! Das Spiel buggt rum. Aber der Gen muss doch sterben. Der Gen ist gestorben vom Whisky. Zwei Gens sind tot. Und meiner wird von... Ich kann nicht! Nein! Oh Gott! Alter, oh Gott, mein Chen! Mein armer Chen! Es tut mir so leid, ich möchte ihn ja frisch machen! Ich kann alle Fähigkeiten machen! Oh, mein Chen, jetzt ist der Chen tot, oder? Nee, jetzt lebt er noch. Bitte! Spiel! Alter, mein Chen kämpft ganz alleine da. Jetzt! Ja, jetzt ist ein bisschen spät. Ja, Mann. Ey, hab ich den Gen von Arthur noch bekommen? Ja. Bitte. Ist der Master Gen tot? Whiskey's Gen ist das. Der ist tot. Whiskey's Gen ist tot. Ja gut, jetzt müssen wir noch Clemens und Arthur's Gen bekommen. Das ist leider nicht mehr möglich. Guck dir, okay, komm. Oh, mein armer Gen. Los, charge. Charge. Nein. Einfach kaputt geschossen. Alter, was war das für ein Battle? Oh nein, da kommt mein letzter Trupp da hinten. Was? Ach, du hast auch Trupp? Ja. Wo? Ach da! Speergeber! Quadrate vor dem Win! Oh, schießen ihre eigenen Männer ab, Alter. Ja, interessiert die halt nicht, wenn es dumme junge Äxte sind, Alter. Nee, Pontus hat einfach gar nicht gekämpft gegen uns. Sie standen da einfach nur rum. Oh shit. Oh nein! Aber knappe Niederlage laut Creative Assembly, alles klar. Creative Assembly weiß, was sie zu sagen haben. Ja. Oh, habe ich viele Kills gemacht. Oh. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Schockkavallerie hat sich gelohnt. Kills hast du gemacht? Siehst du, ey, du hast mehr Kills als ziemlich mal. Womit hast du denn bitte Kills gemacht? Ey, guck doch hier. Aber dein Jumma Gen, Alter, Peitsche regelt. Ja, hättest du ihn früher frisch gemacht, hätte er noch viel mehr. Ich hatte außer ja, ich konnte nicht, es hat gepackt. Das Krasse war einfach, meine galatischen Schwerter haben einfach im Rücken der Emporitana, die Emporitana aufgeschlitzt. Oh, shit. Na gut, Leute, wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Online-Battle, wenn es heißt, wir machen genau das gleiche mit Computerbeen, nur mit großen Armeen. 40 Einheiten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Reutig-Modus ist natürlich aktiv. Ciao. Würdest du bitte schon sagen? Ja, wir wollten gerade schon sagen, ne?